Pion picior de plai, pion jura de rai, pion picior de plai, pion jura de rai. In dieser Legende wird der Tod als Wiedervereinigung mit dem Himmel verstanden, als Rückkehr zum Ursprung. Es geht um die Doppelbödigkeit des menschlichen Wesens, um den Sieg des Guten über das Böse. Berichtet wird von einem hellseherisch begabten Lämmchen auf Rumänisch Miorița, das seinem Herrn, dem Schäfer, seine bevorstehende Ermordung voraussagt. Doch der Schäfer wehrt sich nicht dagegen, er kämpft nicht und ergibt sich in sein Schicksal. Wer wagt es zu entscheiden, ob dieser Fatalismus eine rumänische Nationaleigenschaft ist? In Erwartung des nahen Todes denkt der Hirte noch einmal an seine Schafe und Hunde, er denkt an die Natur, in der er gelebt hat. Das Lämmchen aber bittet er, seinen Tod zu verschweigen und allen mitzuteilen, er, der Schäfer, habe auf einer Himmelswiese eine Königstochter geheiratet. Nach alter Tradition wird in Rumänien die Beerdigung von Menschen, die nie geheiratet haben, wie eine Hochzeitszeremonie begangen. Wenn ein Mensch stirbt, fällt ein Stern vom Himmel, heißt es in Rumänien. Von diesem Stern darf das Lämmchen der Mutter des Hirten nichts erzählen, denn die Frau versteht die Zeichen des Himmels gut. Den Tod ihres Sohnes würde sie nicht überleben. Vielleicht sind Mythen Zauberschlüssel, die Seele eines Volkes öffnen können.